Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu RERI PVTV, der Tag mit aktuellen Meldungen aus der Photovoltaikbranche im In- und Ausland, zusammengefasst für Sie in Kooperation mit dem Solarserver. Schön, dass Sie reingeklickt haben. Die AEG Power Solutions Group aus den Niederlanden wurde von der Active Solar GmbH aus Wien beauftragt, bis Ende 2013 Leistungselektronikkomponenten für Photovoltaikkraftwerke mit insgesamt 170 Megawatt Nennleistung zu liefern und die zugehörigen Dienstleistungen zu übernehmen. Damit sei ein Abkommen aus der zweiten Jahreshälfte 2010 erweitert worden. Damals vereinbarten die Partner, dass AEG elektronische Komponenten für 14 PV-Kraftwerke mit jeweils rund 20 Megawatt Nennleistung liefern soll. Im Rahmen der Erweiterung wird AEG schlüsselfertige Lösungen für neue Active Solar Kraftwerke in Osteuropa produzieren und installieren. Dies umfasst sowohl Wechselrichterstationen als auch die Kontroll- und Überwachungssysteme vom Typ PV-Guard. Aus dem ersten Vertrag von 2010 sind mittlerweile 11 PV-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 230 Megawatt in Betrieb. CBS Energy aus San Antonio, Texas, USA und ein Tochterunternehmen der OCE Company Limited aus Seoul, Südkorea melden eine Vertragsunterzeichnung zum Bau von gemeindeeigenen Photovoltaikkraftwerken in San Antonio und Umgebung mit insgesamt 400 Megawatt Nennleistung. OCI will die ersten 50 Megawatt Mitte 2013 in Betrieb nehmen. Die Zusammenarbeit umfasst auch den Bau mehrerer Fertigungsanlagen, um Komponenten für Photovoltaikmodule, Nachführungssysteme und Wechselrichter herzustellen. Laut CPS werden durch das Projekt insgesamt mehr als 800 Arbeitsplätze geschaffen. Jährlich sollen Gehälter von fast 33 Millionen Euro fließen. Der regionalen Wirtschaft sollen die PV-Kraftwerke jährlich Mehreinnahmen von 578 Millionen Euro einbringen. Die Powerway Renewable Energy Company Limited aus Foshan City, China, hat angekündigt, dass sie rund 1 Million Euro investieren will, um in Südafrika 6 Fertigungsanlagen zu bauen. Dort will das Unternehmen seine Montage- und Nachführsysteme für Photovoltaikkraftwerke zukünftig herstellen. Das Bauvorhaben soll teils mit Eigenkapital, teils durch Banken finanziert werden. Standorte sind unter anderem die Städte Kimberley, De Aar und Upington. Das Unternehmen will dort die Produkte PowerFit, PowerScrew und PowerTracker mit einer jährlichen PV-Kapazität von 500 Megawatt produzieren. Außerdem will Powerway eine Verzinkungsanlage für Stahlträger sowie ein Schulungszentrum für die Belegschaft in Kimberley errichten. Das Unternehmen habe bereits Aufträge für Montagesysteme mit einer Kapazität zwischen 50 und 75 Megawatt erhalten. Diese sollen in geplanten PV-Kraftwerken in Südafrika verbaut werden. Vorgestern unterzeichnete Chris Christie, Gouverneur des US-Bundesstaates New Jersey, den Renewable Portfolio Standard, kurz RPS, einen Gesetzesentwurf, durch den die Vorgaben für den Anteil der erneuerbaren Energien erhöht werden soll. Einer der Gründe für diesen Schritt ist ein Zusammenbruch der Preise für Solarstromzertifikate, auch Solar Renewable Energy Credits genannt. Das Gesetz legt außerdem eine jährliche Förderobergrenze für Photovoltaik-Neuinstallationen fest und ermöglicht die Verrechnung von Stromerzeugung und Bezug, das sogenannte Net Metering, für PV-Kraftwerke des Bundesstaates. Durch das Gesetz schreibt der Bundesstaat nun einen prozentualen Solarstromanteil vor, anstelle des bisher vorgegebenen Kontingents an Megawattstunden. 2014 soll der Solarstromanteil an der Gesamtversorgung 2,05% betragen, 2027 sollen es bereits 4,1% sein. Eine rund 1 Kilometer lange Photovoltaikanlage an einer Strecke der Deutschen Bahn erzeugt seit Juli 2012 Solarstrom für ca. 104 Personenhaushalte. In Nieper in Mecklenburg-Vorpommern ging die von Kranich Solar aus Hausen projektierte und realisierte Solarstromanlage ans Netz. Die über 16.000 Photovoltaikmodule der Marke Luxor haben eine Gesamtleistung von rund 4 Megawatt. Freies Gelände, das 110 Meter parallel von Schienenwegen verläuft, gilt im EEG aufgrund seiner eingeschränkten Nutzbarkeit als Konversionsfläche für die Solarstromerzeugung und fällt somit in die Förderung.
Anfang dieser Woche begann die EBC Solar AG aus Bad Staffelstein mit dem Bau eines Bürgersolarparks mit 13,6 Megawatt Nennleistung in der Gemeinde Staats im Kreis Stendal, Sachsen-Anhalt. Das Unternehmen will das Photovoltaikkraftwerk auf einem ehemaligen sowjetischen Kaserngelände noch vor dem 30.09.2012 in Betrieb nehmen. Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsmodells erhalten die Einwohner der Gemeinde Staats und der Umgebung ein Vorzugsrecht, mit dem sie Anteile am Solarpark erwerben können. Auf einer Fläche von 27 Hektar verbaut IBC Solar rund 57.800 Photovoltaikmodule. Die jährliche Solarstromproduktion von 13,5 Millionen Kilowattstunden reiche aus, um mehr als 3.000 Haushalte zu versorgen. Damit spare das Kraftwerk außerdem jährlich etwa 7.500 Tonnen CO2 ein. Der Solarstrom wird über das EEG 20 Jahre lang vergütet. Das waren Sie soweit die Meldung. Morgen sind wir wieder zur gewohnten Zeit für Sie da. Klicken Sie sich rein, Ihnen noch einen schönen Abend. Bis dahin.